Das Schloss sieht von hier seltsam ruhig aus. Als wäre überhaupt niemand mehr drin. Ich sollte keine Zeit mehr verlieren. Mein Plan war, ins Schloss zu gehen, sobald das Dorf in Sicherheit war. Es gibt einen Geheimgang hier in der Mühle, der nur meiner Familie zugänglich ist. Ihr wärt dann ins Schloss gegangen, anstatt im Dorf zu bleiben. Und wir brauchten Krieger. Es tut mir leid, wenn ich beim Atem des Erbauers... Tegan, dem Erbauer sei Dank, dass du noch lebst. Isolde, du lebst? Wie bist du... Was ist passiert? Keine Zeit für lange Erklärungen. Ich habe nach der Schlacht das Schloss schnellstmöglich verlassen und muss in Bälde zurück sein. Und du musst mit mir zurückkehren, Tegan. Allein. Wer ist diese Frau, Tegan? An mich erinnert ihr euch doch, Lady Isolde. Alistair? Bei allen... Warum seid ihr hier? Das sind graue Wächter, Isolde. Ich schulde ihnen mein Leben. Verzeiht. Ich würde ja Höflichkeiten austauschen, aber angesichts der Umstände... Bitte, Lady Isolde. Wir wussten nicht, dass im Schloss noch jemand lebt. Wir brauchen Antworten. Ich weiß, Erklärungen sind vonnöten, aber ich weiß nicht, was ich ohne Gefahr erzählen kann. Tegan, im Schloss ist etwas sehr Böses. Die Toten erwachen und jagen die Lebenden. Der verantwortliche Magier wurde ergriffen, aber das hat die Lage nicht verbessert. Und außerdem wird Connor wohl wahnsinnig. Wir haben überlebt, aber er will das Schloss nicht verlassen. Er hat so viel Tod gesehen. Du musst ihm helfen, Tegan. Du bist sein Onkel. Auf dich hört er vielleicht. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Er ist ein Eindringling. Er gehörte zur Dienerschaft des Schlosses. Wir haben ihn ertappt, als er meinen Mann vergiftet hat. Dadurch wurde Eamon krank. Eamon wurde vergiftet? Er sagt, ein Mann von Taryn Logan habe ihn angeheuert. Es kann gelogen sein, aber ich weiß es nicht. Wie? Wie bitte? Das ist eine ungeheuerliche Anschuldigung. Nein, das meinte ich nicht. Ich wollte sagen, bitte hört damit auf. Etwas unfassbar Böses hält meinen Sohn und meinen Mann als Geiseln. Ich bin hier, um Hilfe zu erbitten. Was wollt ihr noch von mir? Aber ich verstehe nicht, was du mit dem Bösen meinst. Hat das die wandelnden Leichen geschaffen? Was ist es? Von einem Zauber des Magiers. Dadurch können Eamon, Connor und ich am Leben bleiben. Die anderen hatten weniger Glück. Es hat viele getötet und ihre Leichen zu wandelnden Albträumen gemacht. Und als es im Schloss fertig war, machte es im Dorf weiter. Es will, dass wir leben, aber den Grund kenne ich nicht. Es hat erlaubt, dass ich dich hole, Tegan, weil ich darum gebettelt und gesagt habe, dass Connor Hilfe braucht. Ich weiß es nicht. Oh, der Erbauer sei uns gnädig. Könnte es wirklich ein Dämon sein? Es darf meinem Connor nichts tun. Du musst mit mir zurückkommen, Tegan. Bitte! Wegen Connor. Ich habe zugesagt, schnell zurückzukehren und nur Tegan mitzubringen. Tegan. Natürlich kannst du deinen Männern befehlen, mir ins Schloss zu folgen. Ich bitte dich nur um Connors Willen, es nicht zu tun. Der König ist tot. Wir brauchen meinen Bruder jetzt dringender als je zuvor. Ich kehre mit dir ins Schloss zurück, Isolde. Oh,
Dem Erbauer sei Dank. Sei gesegnet, Tegan. Sei gesegnet. Ich kann Isolde nicht allein zurückgehen lassen. Vielleicht kann ich Connor oder Eamon helfen. Vielleicht ist es eine Falle. Aber es geht um meine Familie. Ich muss es versuchen. Ich hege nicht die Illusion, dass ich allein mit dem Bösen fertig werde. Aber ihr habt euch als wahrhaft beeindruckend erwiesen. Isolde, entschuldigst du uns einen Moment? Wir müssen kurz etwas besprechen, bevor ich mit dir ins Schloss zurückkehre. Bitte mach schnell. Ich warte bei der Brücke. Hier mein Vorschlag. Ich gehe mit Isolde und ihr gelangt über den Geheimgang ins Schloss. Mein Siegelring öffnet die Tür. Vielleicht kann ich das Böse im Schloss ablenken. Damit steigt eure Chance, unbemerkt hineinzugelangen. Was haltet ihr davon? Sir Perth und seine Männer können am Schlosseingang nach Gefahren Ausschau halten. Wenn ihr die Tore von innen öffnet, können sie rein und euch helfen. Es gibt wohl niemanden mehr, der euch helfen könnte. Wenn ihr nicht geht, ist es an mir, mein Möglichstes zu tun. Hier ist mein Siegelring. Er öffnet das Türschloss in der Mühle. Was immer ihr tut, das Wichtigste ist Eamon. Bringt ihn raus, wenn es sein muss. Isolde, ich und alle anderen, wir sind entbehrlich. Ihr seid eine gute Frau. Der Erbauer hat auf mich herabgelächelt, als er euch nach Radcliffe geschickt hat. Wir lassen ihn einfach mit dieser Frau gehen? Ist das nicht zu gefährlich? Ich kann nicht länger warten. Ich sage euch zum Abschied Lebewohl. Und viel Glück. Soll ich euch einen Stuhl geben, auf dem ihr im Nacken sitzen müsst? Hallo? Wer ist da? Lebt da draußen noch jemand? Wartet. Ihr seid keine Wache der Alessa. Kommt ihr von außerhalb des Schlosses? Ihr habt mit ihr gesprochen? Dann wisst ihr, was ich getan habe. Ich bin darauf nicht stolz. Es war mein Auftrag, Arl Eamon zu vergiften. Davon wusste Lady Isolde natürlich nichts, als sie mich als Hauslehrer für ihren Sohn einstellte. Ich bin verdächtig, ich weiß, aber mit den Kreaturen und den Morden im Schloss habe ich nichts zu tun. Als das anfing, war ich schon eingekerkert. Lady Isolde kam mit ihren Männern her und verlangte, ich solle es rückgängig machen. Ich dachte, sie sprach vom Gift und dem Aar. Da hörte ich zum ersten Mal von den wandelnden Leichen. Sie dachte, ich hätte einen Dämon beschworen, um ihre Familie zu quälen und Radcliffe zu zerstören. Sie ließ mich foltern. Ich konnte nichts tun oder sagen, um sie zu beschwichtigen. Ich sollte hier verrotten. Es war ein Befehl von Taryn Loghain. Es hieß, Arl Eamon sei eine Bedrohung für Ferelden. Und wenn ich das erledigen würde, würde Loghain mein Problem mit dem Zirkel klären. Ich bin ein Malefiker, ein Blutmagier. Ihr? Ein Blutmagier? Wirklich? Das hätte ich nie gedacht. Ein Blutmagier. Also das ist gar nicht gut. Ich widmete mich verbotenen Künsten und wurde dafür zum Tode verurteilt. Ich dachte, Loghain gibt mir die Gelegenheit, meine Untaten zu sühnen. Er hat mich hier im Stich gelassen. Alles bricht zusammen und ich bin verantwortlich. Irgendwie muss ich das wieder in Ordnung bringen. Connor zeigte erste Anzeichen.
Lady Isolde hatte Angst, der Zirkel der Magie brächte ihn zur Ausbildung weg. Connor? Ein Magier? Das glaube ich nicht. Sie suchte einen abtrünnigen Magier von außerhalb des Zirkels, der ihrem Sohn insgeheim beibrachte, seine Begabung zu verbergen.